Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Es gibt ein paar Dinge, die man einem Spektrumanalyzer nie zumuten sollte. Bei den neueren Geräten haben wir hier am Eingang haben wir hier eine Angabe mit der Beschränkung. Also erstens die 50 Ohm, das ist klar. Und dann Maximum 30 plus 30 dBm, das ist die maximale Leistung, die man diesem Gerät zumuten kann hier. Das ist recht viel. Was viel, viel entscheidender ist, sind diese 50 Volt DC. Diese 50 Volt DC. Spektrumanalyzer mögen es überhaupt nicht, wenn man ihnen DC zumutet. Hier, die neuen Geräte haben doch immerhin schon eine Toleranz, die enorm hoch ist. Also im Labor für irgendwelche Schaltungen zu analysieren, hat man selten über 50 Volt. Ich glaube kaum, dass jemand da mehr als 50 Volt DC anlegt. Ältere Geräte, wir haben hier vielfach in unseren Hobbylabors, in unserem Hemshack, haben wir HPs, 85, 10 und so weiter. Und die mögen gar kein DC, also 0 Volt DC. Also man kann diese Eingangsstufe in zweierlei Hinsicht ruinieren, indem man DC zufügt, je nach Gerät, trägt es mehr oder weniger, oder indem man ihnen eine höhere maximale Eingangsleistung zumutet, auch im modulierten Bereich. Also hier sind es 30 dB, andere Geräte haben hier 10 dB oder noch weniger. Also der Eingang, die Eingangsstufe eines Spektrumanalyzers ist doch recht empfindlich. Da gibt es vielleicht zwei Vorsichtsmaßnahmen, die man unbedingt beachten sollte. Für die Überlastung eines Spektrumanalyzers beim Eingang mal ein bisschen vorzubeugen, kann man eigentlich standardmäßig ein Dämpfungsglied hier vorschalten. Ich habe hier meistens einen 10 dB Dämpfer, den ich hier einfach mal anschraube. So ein 10 dB Dämpfungsglied. Klar hat man ja auch noch im Gerät selber, hat man noch irgendwelche Dämpfer. Zum Beispiel hier kann ich Dämpfungsglieder einstellen. Attenuators, hier ist jetzt 20 dB eingestellt. Auch hier als Vorsichtsmaßnahme bitte immer auf Auto. So hat man doch die Gewährleistung, dass er sich selber die Limiten setzt. Aber als zusätzliche Maßnahme hier ein 10 dB Dämpfer vorgeschaltet. So ist man auf der sicheren Seite. Das zur Sicherung bei AC-Signalen und jetzt die Sicherung bei DC-Signalen. Hier bei 50 Volt bei diesem Gerät dürfte es nicht sehr kritisch sein. Bei anderen Geräten, die eben bei älteren Geräten, die 0 DC ertragen, müsste man einen sogenannten DC-Block vorschalten, damit man auf der sicheren Seite ist. DC-Blocks gibt es in unzähligen Varianten. Ich werde Ihnen einen vorführen und auch zeigen, wie man testen kann. Es empfiehlt sich natürlich, wenn man so einen DC-Block kauft, dass man auch testet, ob der wirklich DC blockiert. Und das macht man am besten mit einem Oszilloskop. Ich möchte Ihnen das kurz zeigen. Mein DC-Block habe ich hier zwischen zwei BNC-Steckeradapter dazwischen geschaltet. Das ist dieses Ding hier. Das Mittelstück hier ist der DC-Block. Und den werde ich jetzt testen, indem ich hier den Frequenzgenerator nehme und das Oszilloskop. Zuerst mal einfach mit einer Sinuskurve und dann erlaubt mein Frequenzgenerator auch DC zu speisen. Wir machen das wie folgt jetzt. Folgendes Szenario. Ich wähle als Wellenform, eben keine Wellenform, sondern hier DC. Ich kann hier DC einstellen. Und jetzt habe ich 1 Volt DC eingestellt als Offset. Und das gibt Folgendes. Auf dem Oszilloskop sieht man jetzt hier einen Offset von genau 1 Volt hier.
Und damit man sieht, dass das, wenn ich ausschalte, hier ist es auf der Nulllinie, dieses DC. Und wenn ich einschalte, habe ich 1 Volt Offset. Und jetzt kommt der Trick. Ich schalte jetzt meinen DC-Block dazwischen und schaue, ob ich bei diesen Veränderungen dann eben keinen Offset zu sehen bekomme. Das machen wir nun folgendermaßen. Hier am Ausgang diesen DC-Block dazwischen schalten. Hoppla, Entschuldigung. Und dann hier zwischenschalten. Und jetzt schauen wir wieder zurück auf das Oszilloskop. Wir sind jetzt wieder auf dem Oszilloskop mit dem dazwischen geschalteten DC-Block. Und jetzt müssen Sie mir einfach glauben, dass ich einschalte und ausschalte. Jetzt ist eingeschaltet. Also die 1 Volt Offset sollte man jetzt sehen. Und da ist ganz sauber. Keinen Ausschlag, auch wenn ich da auf 200 Millivolt gehe, da kommt wirklich nichts durch. Und diese Prüfung sollte man unbedingt machen, bevor man diesem DC-Block dann wirklich vertraut und den als Sicherheit vor einen Spektrumanalyzer schaltet. Nicht, dass man sich da in falscher Sicherheit wiegt. Besonders wenn man vielleicht auf eBay mal so einen DC-Blocker für ein paar Dollar kauft, ist das Risiko doch recht groß, dass er dann doch noch irgendwelchen DC durchlässt. Und das wäre verheerend. Besonders ist dies zu beachten, wie gesagt schon eingangs, bei älteren Geräten, die eigentlich gar kein DC ertragen auf der Eingangsstufe. Bei neueren Geräten ist die Toleranz doch deutlich höher. Und jetzt kann man diesen DC-Block getrost vor den Spektrumanalyzer schalten. Ja, diese Kombination, die ich hier jetzt montiert habe, ist dann schon ein bisschen paranoid. Ich denke, das ist übertrieben, aber vielleicht für ältere Geräte auch noch angebracht. Also zuerst mal als 10 dB Dämpfungsglied und dann den DC-Blocker. So sind Sie wirklich auf der sicheren Seite. Ich denke, bei neuen Geräten ist dies nicht mehr nötig. Die haben genügend Toleranz. Aber bei einem älteren Gerät, wo die Eingangsstufe doch empfindlicher ist, eben 0 DC zulässt und auch die Leistung, die man anlegt, auch ziemlich begrenzt ist oder vielleicht auch die internen Dämpfungsglieder nicht so stark wirken, kann man durchaus diese Kombination einsetzen. Dies als Vorsichtsmaßnahme für den Schutz Ihres teuren Gerätes, das Sie vielleicht restauriert haben oder doch auf eBay erstanden haben. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.